Arsch. Ich find... Scheiße. Ich finde übrigens die Heißluftballons toll. Die da unten. Ich guck die ganze Zeit an, deswegen habe ich dich jetzt nicht gesehen. Wollte ich gerade sagen, ich stand schon die ganze Zeit da. Das ist aber assi, weißt du, du bist vor mir im Ziel, weil du so scheiße geparkt hast. Geparkt? Ja, du hast doch geparkt. Ich hab doch Vollgas gegeben und hab dich angeschoben. Scheiße. Oh Mann. Juhu. Komm, Bronze. Na, Silber. Wenn du jetzt Gold hast, machen wir die nochmal. Silber. Na, okay, dann geht's. Ich hätte Gold gehabt. Ich hab dich so eindeutig überholt, eingeholt und dann... Oh. Aber egal, ausstatten, weiter geht's. Ey, es macht so Laune. Das ist bis jetzt mein Lieb... davor konntest du ja nicht. Ich meine, da früher hat man mit einem Kumpel da neben gesessen, ne? Und hat da einfach so ein bisschen gezockt. So okay, immer ja, abgewechselt, aber das ist schon... Mehr wollte ich nicht hören. Mein Tuner holt ihn ab. Dank dir. Bitte, bitte. Wenn vor mir nicht so ein blöder DJ geparkt hätte, wäre es noch besser gelaufen. Hui. So, nächste Mission, oder? Du hast deinen Teil erfüllt und ich habe ausgetüftelt, wie wir beide bekommen, was wir wollen. Mhm. Fahr zu dem Punkt auf deiner Karte. Jo, ich markiere. Vielleicht können wir auch schnelle Reise machen. Oh, so weit will der. Wir können Blitzreise machen. Komm, spielen. Cool. Bam. Machst du mit? Nee. Juhu! Du musst halt alleine. Da steht mir wenigstens keiner da, der mich auskennt. Ich habe einen Plan, wie ich an mein Wie vorkomme. Klappt's? Hast du dein Tattoo? Und wie? Ich habe von einem geschmuggelten Flitzer aus Europa gehört. Du holst ihn, wir schenken ihn einem 510-Boss und fertig. Sag mir, wo es hingeht. Boah, geil. Wir brauchen die Identität des Testfahrers. Hört sich gut an. Er ist am Flughafen. Hm. Boah, das ist cool. Mal so. Der Testfahrer hat mich gesehen. Nun, es lief aus dem Ruder. Was ist passiert? Ich ruf zurück. So was mag ich. Bam, was müssen wir machen? Ausschalten. Ach, jetzt hole ich einen Dietschild ab. Wäre schlecht gewesen, ne? Ich nutze mal deinen Windschatten, da bin Alex, ich ein bisschen schneller. Lange nichts von dir gehört. Alter, mit ihrem Chat und mir bösen hier rum, ey. Dann bekommt Hörschleiter sein wie Forte zu und ich meins. Du bist ich undercover, das geil. Aber das ist kein Freischein für eine Diebestour. Relax, der Wagen wurde auf Bestellung aus Europa geklaut. Wir stellen hier nur gestohlenes Eigentum sicher. Okay. Oh, ich bin daneben. Geh. Wo ist er? Wo ist er? Sowas erst mit mir ab. Da war eine Wand. Scheiße. Alter. Aber ich würde sagen, das Spiel hier machen wir kommen. Das Spiel machen wir eigentlich nur zusammen, oder? Weil bei Destiny konnte man sich das noch erlauben, aber hier. Ja, ja, klar. Weil ich finde das, ich find das so toll. Jim Penner! Was machst du denn? Na, wohin fährst du? Es geht hier um Zeit. So schlecht bin ich gar nicht gefahren, wenn du da hinterher fährst. Scheiße! Ich hab gerade Nitro eingesetzt. Warum? Bleib mir vom Leib. Nein! Und ich fahr gegen denselben Pfosten wie du. Toll. Tja, na komm schon. Das gibt's doch jetzt nicht. Oh, und jetzt so. Na, das müssen wir nochmal machen. Nee. Aber ist ja eh gleich nochmal. Ne, das war's. Ich hatte ihn im Visier und was machst du? Ja, die ganze Zeit. Logischerweise. Ich dreh doch hier keine Donuts. Ja, wie ich vorhin. Ich hoffe, das hat man gesehen, wo du dann... Kannst du ja überspringen, ne? In so einem Fall. Was ist passiert? Ich ruf zurück. Ja, okay. Es tut mir leid, aber ich finde das so toll mit dem Flugzeug. Alex,
Rex. Lange nichts von dir gehört. Wie ist die Lage? Ich besorge uns einen Rennwagen, dann bekommt Hirschleichter sein Vforte zu und ich meins. Du bist undercover, aber das ist kein Freischein für eine Diebestour. Relax, der Wagen wurde auf Bestellung aus Europa. Ja, vor allem, was beschwert die sich denn? Okay. Wir sind sowieso unschuldig. Nächstes Mal sprichst du sowas. Scheiße, das hab ich jetzt sogar verfehlt diesmal. Und ich hab die Kurve verpasst. Ich muss jetzt nicht nur wo lang. Ja, ich überspringe beim nächsten Mal. Ah, oh, komm schon, komm schon! Ah, nein! Wieso hat der keinen Schaden gekriegt? Lol. Ich hatte doch volle Breitzeit erwischt. Oh Mann. Es geht hier um Zeit. Verdammte Scheiße, was soll denn das? Also die Abkürzung habe ich raus, wie man da kriegt. Allerdings darfst du dann nicht einmal viel driften. Das ist ja total scheiße. Also, es ist nicht scheiße, es ist geil. Also, verdammt. Das war's wieder. Ja. Aber wir kriegen den jetzt, bevor er auf die Straße kommt. Ja. Nochmal. So, aber jetzt. So, und das erste Mal zweimal neu starten. Ist schon nicht schlimm. Manche Missionen sind ja auch schwerer als andere. Also, ich hab's gesehen. Nun, es lief aus dem Ruder. Ja, Entschuldigung. Ja. Ich hab's. Bring den Testfahrer zum Stehen. Ich finde das Flugzeug immer noch so toll. Alex, lange nichts von dir gehört. Wie ist die Lage? Ich besorge uns einen Rennwagen, dann bekommt Hirschleichter sein Vforte zu und ich meins. Du bist undercover, aber das ist kein Freischein für eine Diebestour. Relax, der Wagen wurde auf Bestellung aus Europa geliefert. Wir stellen hier nur gestohlenes Eigentum. Hallo, bremst Welt, doch mal! Wohin fährst du? Die bremsen! Scheiße, jetzt macht mein Headset gerade. Nach der Mission muss ich unbedingt mal in die Stecker reinmachen. Ja. Hast du ihn jetzt? So gut wie. Alter, jetzt mache ich erstmal einen Jump. Mach mir Blatt. So. Yeah, geil. So, da kann ich ja jetzt mal ganz kurz meinen Controller einstecken. Kurz weg. Dum, dum. Ach. Na also, first try. Hast du seine ID? Ja. Fahr rüber zur Piste und nimm seinen Platz bei der Testfahrt ein. Weißt du, was jetzt schwierig ist? Wir dürfen keinen Verdacht erregen. Nee. Nimm als Testfahrer an dieser Proberunde teil und fahr dann die erste Ausfahrt raus. Oh, geil. Oh, wie geil. Komm, wir haben nur... Sonst schicken sie dich in die Box und die Sache ist aus. Ja, wir haben nur eine ID, ne? Aber fahren zu zweit. Oh, ist die Karre geil. Ist die Karre geil. Nee. Wir sind fort, hört man nicht. Geh weg, du Lutscher! Juhu! Oh Mann. Ja, super. Ich mag das. Das Auto ist geil. Ja, noch 3,5 Kilometer.
Ach, geht schnell. Das Ding hat Tempo. Du Penner! Du hast ja eine Karte geschaffen! Du machst das echt gut. Eine Ausfahrt gesehen? Ich glaube, da kommt eine. Hoffentlich klappt's. Du Penner! Ey, ich hatte jetzt übelst hier 10 Sekunden locker weg. Nur weil du meine Karre gegen die Wand gesammelt hast. Ich hab's nicht mal geschafft zu beenden. Du Penner! Ich wollte eigentlich links an dir vorbeifahren. Alter! Ich glaube, Troy kennt unseren Plan. Oh, ich hasse dich, Mann. Ich hab 1000 Troy-Typen am Arsch. Jetzt hab ich Pipi in den Augen. Ich hab ja nichts dagegen, dass du Erster wirst. Aber wenn du mich hier rausschießt und ich nicht mal das Rennen schaffe. Ja, ich wollte ja eigentlich hier, nur links an dir vorbeifahren. Verschwinde da! Ich brauch den Park! Du weißt, es gibt Drache, ne? Ja. Oh, wow! Auto kann fliegen! Juhu! Baum! Ein Heli, ja, ist klar. Ich muss erstmal auf die Straße kommen. Geil, ich bin außer Sichtweite, aber du wieder. War ich gerade vorher die ganze Zeit auch, bis der Heli kam. Baum! Parken die Autos. Ey, ich wäre so easy peasy Erster geworden, weißt du? Oder auch Zweiter. Und er kickt mich raus! Ich meine, mein Auto hat sich überschlagen. Ich wäre tot. Oh shit, ich fahre durch den Wald. Reicht es, wenn ich abhaue? Ich weiß nicht, probier mal. Normalfall ja. Ich bring dir mal ein paar Bullen mit. Hui! Oh shit! Oh, du bist so blöd! Komm nicht dahin! Ey, was soll denn diese blaue Linie? Ich muss danach mal den Sound runterschrauben. Jetzt habe ich das Kabel dran. Ah. Oh, ey, Stahlheuballen. Hallo? Boah, ich hasse dich gerade dafür. Ich wollte echt nur links an mir vorbeifahren. Du hast wieder vorher auch gerammt, ist nichts passiert, ne? Und dass du auf einmal so einen Abflug nach rechts machst. Lustig. Ja. Ich habe ja nicht nur einen Abflug gemacht, ne? Das Problem ist, es hat mich gedreht, dann habe ich einen Überschlag gemacht, dann wurde ich zurückgesetzt und da musste ich nochmal 10 Sekunden warten, bis ich weiterfahren kann. Also mich haben eigentlich nur diese 10 Sekunden gestört. Oh Mann. Tja, warten auf Crewleiter. Ey, wenn ich die Punkte sehe, nur wegen dir, Penner. So, jetzt muss ich aber mal kurz das Soundrunde schrauben.
Tja, also einrennen würde ich meinen, geht noch, aber da muss ich mich hinschmeißen, weil ich muss morgen früh wieder raus. Super. Wow, der hat was, oder? Hatte schon bessere, aber nicht viele. Ein V6 wird später unser kleines Geschenk abholen. Läuft alles gut, siehst du hier den neuen V4 im mittleren Westen. Und du, Freund, hast das 510-Tattoo erworben. So, ganz kurz. 510. Geschafft, Mann. Ich bin V4 im Mittelwesten und du, mein Freund, bist 510. Du hast ein Tattoo, Bruder. Such dir eine schöne Stelle aus. Also, ich bin drin? Du bist registriert. Jetzt, wo du offiziell bist, willst du sicher ein bisschen in der Welt rumkommen. Sag mir, was ansteht. Ein Typ namens Eric Zhu schmeißt die Ostküste für Schiff. Übler Kerl. Die 510 verlieren dadurch eine Menge Geld. Ich habe versprochen, jemanden vorbeizuschicken. Regle das an der Ostküste. Da ist dein V2. Alles klar. Hä? Okay. Dann machen wir das noch zum Abschluss, oder? In New York ist der. Oh. Eieiei, da müssen wir aber hinfahren, ne? Nein, außer wir benutzen hier ein Flugzeug, zum Beispiel. Ja, willst du hinfliegen oder fahren? Fliegen. Will ich mal ausprobieren, was es ist. Also wie das geht, meine ich. Wo ist denn jetzt, Spieler, das sagt mit, Standardmarkierung. Was ist denn das? Das Flughafensymbol. Einfach Blitzreise. Ja, jetzt. Nein, ich hatte gerade das Problem, dadurch, dass du oben immer hin und her switchen musst. 327 Bucks kostet der Spaß. Na dann. Reisen. Hab ich. Treten. Lol. Toll. Dachte, das ist irgendwie ein Video oder sowas. Nö. Nur so Indiana Jones technisch, so Punkte auf der Karte. Nee, das war's AT. Scheiße. Ich muss zugeben, ich bin kein Indiana Jones. Okay, ich geb's zu. Ich bin beeindruckt. Das heißt, du hattest Zweifel? Ja, ich beiße nicht. Hey, das ist die erste Sprosse der Leiter. Wir müssen den Schwung für uns nutzen. Okay, und was jetzt? Big Apple. Hab einen von Daytons Mechanikern, Harry. Harry?